Der Kagami. Eine Geschichte aus Japan. Geschrieben und gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Wir haben schon viele Geschichten gehört. Wir hörten von so manchem Kinde, welches auf dem falschen Pfade ging, nur um sich dann gegen Wölfe, Hexen oder Räuber zu beweisen. Nadelakrobaten, welche sich mit Riesen anlegten und Einhörner fingen. Wir lauschten, wie der König der Gnome selbst in die Leben der Menschen eingriff und erfuhren von guten und schlechten Taten der Elfen, dem stillen Volk. Manchmal wurden Kronen verliehen, manchmal waren so einige froh, mit dem Leben davon zu kommen. Wir folgten Kriegern in die Schlacht, schauten zu, wie gewiefte Diebe Djinns beschworen und sie nicht nur die Sultanstochter, sondern auch das Königreich selbst bekamen. Und andere führten selbst den Tod hinters Licht. Holzfäller, Näherinnen, Gauner, Spinnerinnen, Fischer, Edeldamen, Bettler, Müllerinnen, Ritter, Seefahrer, Bäckerinnen, Bauern, Zimmerleute. Ja, wir hörten schon viele Geschichten über unzählig viele Menschen der unterschiedlichsten Berufe. Mal adelig, mal nicht. Manchmal eifrige als auch tugendhafte Gesellen, mitunter aber auch mäßig motivierte mit übersichtlichen Lebensplänen. Mag dem sein, wie ihn wolle. Doch gibt es da eine Profession, die in Märchen eher selten vorkommt. Allerdings werden wir unsere Geschichte bestimmt nicht so beginnen, sondern mit gebührendem Anstand. Und wie es sich gehört. Denn jede gute Geschichte beginnt mit den drei heilig-magischen Worten, die ihr kennt, die euch unauslöschlich im Geiste geschrieben sind und die sich immer wieder ihren Weg an die Oberfläche suchen, alleine wenn ihr das Wörtchen Märchen hört. Es war einmal ein Steuereintreiber. Nicht irgendeiner, meine Freunde, denn dieser Mann, von dem ich euch berichten möchte, war ein ehrlicher Steuereintreiber. Ja, ich weiß, das ist kaum vorstellbar. Doch immerhin ist dieses ein Märchen. Und manchmal benötigen wir da ein wenig mehr der Fantasie. So überrascht, wie ihr es nun seid, waren allerdings auch seine Zeitgenossen. Und über die Jahre vermehrte sich sein Ansehen unter den Menschen und sein Ruf wuchs und wuchs. Eines Tages nun kam ein Bote daher und teilte dem rechtschaffenden Manne mit, dass der Kaiser selbst von seinem aufrechten, loyalen und wahrhaften Diensten hörte und dass einem solchen Menschen die Ehre gebührt, der kaiserliche Steuereintreiber selbst zu sein. Natürlich kam der Mann nicht eine Sekunde auf den Gedanken, diese Ehre abzulehnen. Denn wenn der Tenno selbst anfragt, lehnt man einfach nicht ab. Und so wurde er schließlich zu einem der höchsten Beamten des Reiches ernannt. Seine junge Frau, als sie die Nachricht vernahm, war natürlich unaussprechlich stolz auf ihren Mann und der Ehrung seines Namens. Und doch war sie zugleich ängstlich und traurig, denn sie wusste, dass nun ihr Gemahl im gesamten Reich eine Erhebung erstellen und den oft zwielichtigen Machenschaften seiner Vorgänger ein Ende bereiten musste. In jeder Präfektur, in jeder Provinz, jeder Stadt und jedem Dorf. Nur damit ihr wisst, dass dieses Unterfangen womöglich ein wenig länger dauern könnte, müsst ihr wissen, auf was für einer kleinen Insel wir uns befinden. Vielleicht habt ihr ja von diesem winzigen Eiland schon einmal gehört. Ihr Name ist Japan
dafür müsste er sich natürlich auf eine lange Reise begeben. Und sie wusste nicht, ob er denn rechtzeitig wiederkommen würde, denn sie war gerade in anderen Umständen. Und man konnte gar schon ein kleines Bäuchlein sehen. Wer wusste schon, wie schnell ihr Gemahl seine allzu schwere und wichtige Aufgabe erfüllen könne? Vielleicht, so fürchtete sie, würde er nicht einmal die Geburt des so freudig erwarteten ersten Kindes beiwohnen können. Bittersüß war ihr Abschied. Und unter freudigen und wehmütigen Tränen lag sich das Ehepaar eine gefühlte Ewigkeit in den Armen, bis der Mann sich schließlich von seiner Angetrauten lösen konnte, seinem kleinen Dorf den Rücken kehrte, um sich auf seinen langen Weg zu machen. Die Zeit verstrich. Aus langen, einsamen Tagen wurden Wochen. Diese erwuchsen zu Monaten und die Befürchtung der jungen Frau bewahrheitete sich. Ihr Seelenverwandter konnte bei der Geburt ihrer Tochter nicht anwesend sein. Das Einzige, was sie Wochen danach erreichte, war ein schmerzerfüllter Brief, voller aufrichtiger Liebesbekundungen. Wie man Wasser nicht mit den Fingern festhalten kann, verrann auch die Zeit, und die Mutter und die Tochter verbrachten ebenfalls ihr erstes Wiegenfest alleine. Dann ihr zweites, selbst das dritte. Ausschließlich durch Briefe erfuhr der hohe Beamte von seiner schönen Tochter, ihrem ersten Wort, ihren ersten Schritten, und jedem Tag wurde ihm bewusst, wie sehr er seine Frau und dieses unbekannte Wesen, welches dennoch ein Teil von ihm war, vermisste, und dass der größte Reichtum und das höchste Ansehen ihm diese verlorene Zeit nie zurückgeben würde. Als er endlich wieder in die mandelförmigen Augen seiner Geliebten sehen konnte, war seine Tochter kurz vor ihrem 6. Geburtstag. Seine Frau trug ein wundervolles blaues Gewand, welches er so gerne an ihr sah, und ihr Lächeln brachte ihm die lodernde Hitze in seinem Herzen zurück. Weinend umschloss er die zwei Geschöpfe, welche ihm wertvoller waren als all der Tand, den die Welt ansonsten zu bieten gehabt hätte. Er sah seine Tochter an, sah ihre Augen, ihre Lippen, ihre Gestik. In jeder kleinen und großen Sache erkannte er sich und noch viel, viel mehr den Anmut seiner Frau. Sie waren wieder vereint, er mit seinem Fleisch und Blut, und es war fast so, als wäre er nie fern gewesen. Nie würde er seine Familie wieder verlassen, möge der Kaiser auch noch so betteln. Doch wie es sich gehört als Mann, wenn man lange abwesend war und seine Lieben wieder sieht, brachte er natürlich nicht nur seine Wärme und Güte mit, sondern ebenfalls Geschenke. Für sein Töchterchen hatte er eine Perlenkette aus vollkommenen schwarzen Perlen, so schön und geheimnisvoll wie die Nacht selbst. Seiner Frau überreichte er feierlich ein verziertes, weißes Holzkistchen. Zögerlich und dennoch neugierig schaute sie hinein, und der Atem stockte ihr. In ihr befand sich eine runde Metallplatte, geformt wie ein langer Tropfen. Auf der Oberseite bestand sie aus ziseliertem Silber, und in meisterlicher Kunstfertigkeit geformt, befanden sich auf ihr allerlei der entzückendsten Figuren. Vögel, Tiere, umgeben von zauberhaften filigranen Blumen, ganz wie in einem lebendigen Garten. Die wahre Magie erkennst du erst, wenn du den Kagami umdrehst, sagt ihr Mann sanft. Kagami? Sagte sie erstaunt. Das Wort sagte ihr nichts. Unsicher berührte sie das kunstvoll geschmückte Objekt und drehte es ganz behutsam um, als hätte sie Angst, es mit der auch nur zärtlichsten Berührung zu beschädigen. Die Rückseite war vollkommen flach, ohne auch nur die kleinste Unebenheit. Sie bestand aus dem reinsten Silber des Reiches und war so poliert,
dass jeder Lichtstrahl, der auf sie traf, zurückgeworfen wurde. Fassungslos blickte die Frau in den Kagami, was natürlich Spiegel bedeutet. Ihr denkt, das wäre ein allzu simples Geschenk gewesen? Für uns mögen solche Kleinode Alltag sein. Doch zu der Zeit, in der die Geschichte spielt, waren sie so selten, dass sie wertvoller als so manches Haus waren. Und so vollkommen wie dieser war, vielleicht sogar als das gesamte Dörfchen, in dem sie lebten. Die Liebreizende schaute direkt in die strahlenden, dunklen Augen einer wunderschönen Frau. Mit rosigen Lippen, einem zarten Gesicht und glänzenden, schwarzen Haaren, die ihr locker über die Schultern fielen. Sie nickte ihr unsicher, lächelnd mit leicht offenem Mund zu. Und die Frau im Kagami tat es ihr gleich. Sie wollte mit ihr sprechen. Und merkwürdigerweise setzte in der Sekunde auch die fremde Frau zu einem Wort an. Also blieb sie, ja, beide stumm. Es war seltsam, doch die Unbekannte trug anscheinend genau dasselbe blaue Gewand wie sie. Und ganz langsam wurde ihr gewahr, was es mit diesem Kagami auf sich hatte. Dem jungen Manne war das ein unbezahlbares Vergnügen, wie sie so überrascht und erstaunt in diesem einmaligen Geschenk hineinsah. Er würde es zwar nie zugeben, doch gerade so war es ihm ja auch gegangen. Er belehrte sie nun darüber, dass es das eigene Ebenbild sei, was man in dem Spiegel sehe. So mancher mit Vermögen in den Metropolen hätte so ein Ding. Nur in solchen weltfernen Nestern wie das ihre sei es zuvor noch nicht gekommen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sich die junge Frau genauso, wie sie tatsächlich war. So wie jeder andere Mensch sie sah. Nicht verzerrt in einer Pfütze oder auf der Oberfläche des glatten Sees, lediglich diffus erkennbar. Sie betrachtete sich. Sie betrachtete sich genau. Diese Augen, in denen man sich verlieren konnte. Diese Lippen, welche Anmut und Lüsternheit zugleich flüsterten. Das makellose Gesicht und so vollkommene Haare, wie sie es bei keiner anderen Frau je gesehen hatte. Während sie sich so begutachtete, musste sie sich eingestehen, dass die Bewohner ihres kleinen Dorfes absolut recht hatten. Ja, sie war wunderschön. Ohne jede Frage die schönste Frau im ganzen Dorf. Und wer weiß, vielleicht der gesamten Präfektur. Sie begann nun jeden Morgen in den Kagami zu blicken. Und es dauerte gar nicht lange, da stand sie ein wenig früher auf als gewöhnlich und kämmte sich die Haare ein wenig länger, flocht sie sorgsamer und eines Tages gar kunstvoller, um noch besser auszusehen. Von da an war es nur ein kleiner Schritt, bis sie noch früher aufstand, zum Pudergriff und ihrem Gesicht den gewünschten, perfekten Ton gab. Und noch früher, um die Lippen schimmernd rötlicher zu färben. Dann schließlich ihre Augen nachzog und so lange übte, bis sie der festen Überzeugung war, dass selbst Götter bei ihrem Wimpernschlag dahingeschmolzen wären. Kostbare Minuten und gar Stunden der Tage verbrachte sie ausschließlich damit, in den Spiegel zu blicken und war damit beschäftigt, so vollkommen auszusehen, wie es ihr möglich war. Ich werde nicht lügen. Den Menschen und auch ihrem Mann gefiel es sehr. Denn wer würde es nicht lieben, ein Geschöpf zu betrachten, welches so über alle Maßen schön war, dass man sie in Marmor hätte schlagen können, Lieder über sie schreiben und Kriege für eine solche Frau führen könnte? Eine kurze Zeit verging, bis die junge Frau eines Tages merkte, dass sich in ihrer Brust ein neues, ihr bislang unbekanntes Gefühl breit machte. Hochmut, ja, Eitelkeit gar.
Ihr gesamtes Leben war sie glücklich gewesen, so wie sie war. Er freute sich an der Natur, dem Spiele ihrer Tochter und der Nähe ihres Ehemannes. Nun vergeudete sie Stunden um Stunden, um sich aufzuputzen und, wenn sie durchs Dorf stolzierte, von jedem Komplimente zu erhaschen. Stolz war sie geworden und sie spürte, wie die Koketterie von ihr Besitz ergriff. So wollte sie nicht sein, so durfte sie nicht sein. Denn welcher anständige Mensch würde denn zulassen, dass solche schlechten Eigenschaften Besitz von einem ergreifen und über das eigene Leben herrschen, sich ihnen unterordnen? So nahm sie eines Tages ihren geliebten Kagami, legte ihn in das weiße Holzkästchen und wickelte es in Leinentüchern ein. Dieses Päckchen schob sie unter ihr Bett und dachte sich, aus den Augen, aus dem Sinn. Sie sollte Recht behalten. Der Kagami ward bald vergessen und von diesem Tage an genoss sie ihr Leben mit ihrer kleinen Familie, jeden einzelnen Tag. Jeder Moment war ihr wichtig, jede Erinnerung, und es gab immer und immer mehr davon. Das Ehepaar sah zu, wie ihre geliebte Tochter heranwuchs. Und wie so oft im Leben, wurde sie jeden Tag ihrer Mutter ähnlicher, entwuchs den Kinderschuhen und blühte zu einer wunderschönen jungen Frau heran. Ja, zu einem rechten Ebenbild ihrer sanftmütigen Mutter. Zeit. Zeit ist eine grausame Gefährtin. Denn während die Tochter erwuchs und die Natur sie mit allem segnete, was sie an kostbaren Gaben zu geben hatte, nagten zugleich die Jahre am Leib ihrer Mutter. Zehrten an ihr, zehrten von ihr. Als die Tochter nun mitten im reich geschmückten Frühling ankam, war die Mutter im Begriff, den bitterlich kalt gewordenen Herbst zu verlassen. Eine schwere Krankheit ergriff sie und raubte ihr zusehends die Kraft. Die Tochter pflegte sie mit der größten Liebe und Sorgfalt, aber es wurde nicht besser. Die Krankheit verschlimmerte sich zusehends und eines Tages sah sich die Mutter an dem Ende ihrer Reise. Auf dem Sterbebett sah sie ihre Tochter an, von Tränen übermannt, hilflos vor Traurigkeit und Schwermut zitternd. Sie wollte es nicht wahrhaben, dass ihre über alles geliebte, verehrte Mutter sterben sollte. Die Frau, die ihr das Leben geschenkt hat, sie mit so viel Güte aufzog und ihr alles beibrachte, was sie konnte und wusste. Die Frau, über welche die Menschen im Dorfe sagten, sie würde ihr so ähneln. So konnte doch das Leben nicht sein. So ungerecht und hart, gänzlich ohne Hoffnung. Sie musste doch irgendetwas machen können, um es aufzuhalten, sie bei sich behalten und nicht verlieren. Jeder Gedanke daran war, als ob man einen glühenden Speer in ihre Brust rammen würde und ihr Odem selbst würde versiegen. Die Frau lächelte sanft und hielt kraftlos ihre Hand. Nach einem langen Atemzug sprach sie mit gebrochener und dennoch zuversichtlicher Stimme zu ihrem Kinde: Aber mein Edelstein, du weißt, dass mein Ende naht und ich nicht mehr lange bleiben kann. Doch sei nicht gram, ich hatte ein gutes und langes Leben, einen liebevollen, treuen Ehemann und die wundervollste, einzigartigste Tochter, die man sich nur wünschen kann. Jedes Mal, wenn ich dir in die Augen sehe, sehe ich mich selbst. Und sehe dann, was aus dir geworden ist. Und das erfüllt mich mit wahrer Glückseligkeit. In diesem Augenblick gedachte sie des alten Geschenkes ihres Mannes. Und ihr kam eine Idee. Es ist egal, was ich mache und wer ich bin. Eines kann ich nicht besiegen. Eine Gegnerin, gegen die selbst die Götter verlieren, in all ihrer Macht. Und das ist die Zeit. Ich werde gehen müssen, ob ich will oder nicht.
Doch, mein geliebtes Kind, höre meine Worte. Denn ich gehe nur so weit, dass du mich nicht mehr täglich sehen können wirst. Doch behalte ich dich stets im Blick und werde dir alle Zeit nahe sein. Sie lächelte, als sie in die Augen ihrer Tochter schaute. Das sind keine leeren Trostworte, mein Augenlicht. Nee, ich sage dir etwas. Ich habe ein letztes Geschenk für dich. Doch ist es nicht für den täglichen Gebrauch gedacht. Dein Vater war immer ein Teil von mir und ist es auch von dir. Er wird für dich da sein, auch wenn er mich ebenso vermissen wird wie du. Doch sollte es einen, vielleicht mehrere Tage geben, an denen über dein Haupt die Sonne gar nicht mehr aufzugehen scheint, wenn die Dunkelheit in deinen Herzen einen Ruheplatz gefunden hat und die Tränen dich so sehr übermannen, dass du nicht mehr klar denken kannst, du gar jeder Hoffnung beraubt bist, dann gehe in mein Zimmer. Hier, unter meinem Bett ruht, in Leinentüchern gehüllt, ein kleines hölzernes Kistchen. In diesem befindet sich etwas Einzigartiges. Und zwar ein magisches Fenster. Schau nicht so. Oder glaubst du, ich belüge dich auf meinem Sterbebett? Gespielt vorwurfsvoll blickte die Mutter ihre Tochter an. Und dann lächelte sie wieder so hell und klar, als wäre ein wenig ihrer Lebenskraft zurückgekehrt. An einem solchen schwarzen Tag greife unter das Bett, hole das Kästchen hervor und schaue durch das Fenster in die Anderswelt. Und du wirst mich sehen. Nicht so, wie ich jetzt aussehe. Alt und schwach, von den Jahren gezeichnet und gegerbt. Sondern so, wie du mich in Erinnerung hast, als du noch ein kleines Kind warst. Voller Leben werde ich sein, voller Kraft und Wärme. Ich werde dir aus dem Jenseits zulächeln, mein Kind. Und glaube mir, du wirst zurücklächeln. Und ich werde dir einen kleinen Teil deines Schmerzes nehmen. Mit einer sanften Bewegung streichelte die Mutter das Gesicht ihrer Tochter, so sanft wie eine Feder. Als sie die Hand senkte und diese das Bett berührte, war sie schon nicht mehr da. Ich werde nicht lügen, Freunde. Das waren dunkle Tage. Es war, als wäre ein dichter, düsterer Nebel über das Häuschen gekommen, welcher kein Licht mehr wirklich hindurchbrechen ließ. Die Augen des Mädchen trübten sich, und es war ihr so, als wäre sie ganz fahl geworden. Die Welt schien weniger Farben zu haben, und jeder Schritt fühlte sich an, als ob sie durch Schlamm waten würde. Es gab nichts, was sie aufmunterte, und die Worte des Vaters verhallten im leeren Raum. Selbst wenn er sie umarmte, wirkte er so fern, dass sie ihn kaum sah und spürte. Sie weinte sich in den Schlaf und erwachte voller Wehmut. Als sie dann, eines Tages in Gedanken verloren, eine Schüssel Reis nahm, an die Tür ihrer Mutter klopfte und sie mit einem fröhlichen Guten Morgen wecken wollte, doch ihr leeres Bett vorfand, als sie eintrat, brach sie schließlich weinend zusammen. Stricke legten sich um ihr Herz und ein stechender, brennender Schmerz kettete sie auf den Boden. Tränen übermannten sie und es war ihr unmöglich, auch nur den kleinsten Gedanken zu ergreifen. Jegliches Glück schien aus ihrem Körper gewichen zu sein. Doch da gewahr sie sich der letzten Worte ihrer Mutter auf dem Sterbebett. Bibbernd zog sie sich zu dem verlassenen Bett, griff darunter und tatsächlich, sie konnte ein in Leinentüchern gewickeltes Päckchen ergreifen. Sie zog es hervor, wickelte es aus und kurz darauf lag das weiße Kästchen in ihren zitternden Händen. Es wurde unsicher geöffnet und vorsichtig griff sie zu dem metallenen, tropfenförmigen Gegenstand, der darin ruhte, drehte ihn um, blickte hinein und es war,
als ob sich der Himmel wie nach einem Unwetter über ihr auftat. Diese Augen kannte sie. Eine atemberaubende, wunderschöne junge Frau schaute ihr entgegen. Kurz war ihr so, als ob Kummer um ihre Augen lagen. Doch dieser verschwand sofort, als sie begann zu lächeln. Und was war das für ein bezauberndes, ja, magisches Lächeln? Sie kannte es, denn es war das Lächeln ihrer Mutter, welches sie jeden Morgen geweckt hat und jeden Abend zu Bett brachte. Diese Augen waren es, die sie so liebevoll anblickten, wenn es ihr schlecht ging, und so herzhaft lachten, wenn sie sich mit ihr freuten. Es gab keinen Zweifel. Sie blickte in das Gesicht ihrer verstorbenen Mutter. Doch nicht so, wie sie sie zuletzt gesehen hatte, in dieser dunklen Stunde, sondern so, wie es war, als sie noch ein kleines Kind war, welches so wenig über Leid wusste. Als ihre Mutter noch jung war und die unbekümmerte Schönheit der Jugend besaß. Mit jedem Augenblick, den sie in dieses bekannte Gesicht sah, verlor sie immer mehr einen kleinen Teil ihrer Trostlosigkeit. Schließlich legte sie das magische Fenster in die Schachtel zurück, hüllte sie in die Leinentücher und schob sie wieder unter das Bett. Es verging kein Tag und sie kam erneut, um ihre Mutter des Abends zu sehen. Und wie zuvor wurde ihr ein kleiner Teil ihrer Traurigkeit genommen. Gute und nicht so gute Tage kamen. Doch wenn sie erneut jede Hoffnung verlor, der Antlitz ihrer Mutter aus dem Jenseits erhellte ihren Blick. Und manchmal reichte es schon aus, nur daran zu denken. Der Vater beobachtete das seltsame Verhalten seiner Tochter. So oft ging sie von Trübsal übermannt und von Tränen beherrscht in das alte Schlafzimmer seiner Frau und kam mit einem Lächeln wieder hinaus. Eines Tages fasste er sich ein Herz und sprach sie darauf an. »Ach, Papa«, sagte sie mit engelsklarer Stimme, »ich schaue durch das magische Fenster von Mama und sie blickt von der anderen Seite zu mir, lächelt und lacht mich an und gibt mir ein Stück Freude zurück.« Verdutzt schaute der Mann seine Tochter an. »Ein magisches Fenster? Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« »Es ist unter Mamas Bett, in Leinen gehüllt«, war die Antwort. Der Vater konnte gar nicht anders, ging in das Zimmer, griff unter das Bett und holte genau das hervor, was er vor so vielen Jahren seiner Frau geschenkt und schon längst vergessen hatte. Als er den verzierten Spiegel umdrehte, blickte er in seine eigenen, schweren, von Trauer gezeichneten Augen. Dann sah er zu seiner Tochter, welche ihm aufrichtig fröhlich ansah, und diese Augen kannte er. Und er kannte auch dieses Lächeln, dem man einfach nicht böse sein konnte und welches ihm jeden Tag versüßte, so viele Jahre lang. So viel von seiner geliebten Frau sah er in seiner Tochter und auch ein wenig von sich. In diesem Augenblick erinnerte er sich an ein altes, wohlbekanntes Sprichwort und die Wahrheit, die sich dahinter verbirgt. Worte, die wir in Zeiten des Verlustes nur allzu schnell aussprechen, doch uns ihrer absoluten Bedeutung dennoch nicht immer gewahr sind, da wir sie einfach leer aussprechen. Er strich sanft über den Rand des Kagamis und flüsterte ein leises »Danke« zu seiner verstorbenen Frau, ging zu seinem Kinde und schloss es so fest in die Arme, als ob er es nie mehr loslassen wollte. Es ist egal, was wir tun, meine Freunde, ob wir reich oder arm sind, berühmt, fleißig oder eher gelassen, ob von Stand oder gemein, wir können und werden eines nie aufhalten können. Und das ist die Zeit. Und schließlich auch den Tod. Doch solange man uns in den Augen unserer Kinder, ihrem Lächeln, ihren Taten erkennen kann oder wir Spuren hinterließen, Bauten
schrieben, etwas in dem Herzen anderer bewegten, nur ein Funke von uns in den Erinnerungen anderer verbleibt, können wir machen, was wir wollen. Wir werden gehen, aber diesen Planeten nie wirklich verlassen.